Man müsste die Geschichte des World Trade Centers so ähnlich erzählen wie den Untergang der Titanic. Du meinst also, 1912 ist gleich 2001. Beunruhige die Nähe zum Ersten Weltkrieg, 1914. Ja, für das Publikum in den USA wäre das doch 1917. Das ist keine unmittelbare Nähe zu 1912. Außerdem reden wir nicht von einer Zeitgeschichte, sondern vom Plot eines Großfilms. Ja, der Kern ist die Liebesgeschichte mit Leonardo DiCaprio. Aber wo willst du die unterbringen? Die Zeit bis zum Einstürzen der Türme ist kürzer als die Zeit zwischen dem Rammen des Eisbergs und dem Untergang der Titanic, meinst du? Ich kann mir kaum eine Bewegung zwischen den Stockwerken vorstellen, die noch eine Liebesgeschichte zulässt. An einem bestimmten Punkt des Unglücks ist Liebe nicht mehr zu bewerkstelligen. Aber auch nicht, wenn man die Vorgeschichte erzählt. Ich meine, dafür ist doch genug Zeit. Hinter Millionen von Fenstern in New York. Millionen Liebesgeschichten. Der Feuerwehrmann und die Prinzessin im Turm. Sie haben sich kennengelernt in Kursen des zweiten Bildungsweges. Vom Feuerwehrmann zum Millionär. Sie, die Millionärin, die gesellschaftlich absteigt. Sie will arbeiten. Er will löschen. Ja, das ist kein Objekt zum Löschen. Ebenso wenig, wie sich eine Prinzessin an ihrem Zopf an einem Turm abseilen könnte. Ja, aber es soll Hohlräume gegeben haben. Gebildet durch eigentümlich verkantete Stahlträger, also Schutzräume auf Zeit. Ähnlich wie ein Dampfer am Meeresboden noch Sauerstoffblasen enthalten kann, in denen Menschen überleben. Ja, dass sich die beiden hier wie in einer Katakombe treffen. In den Geschossen? Das geht doch nicht, hab ich doch gerade erklärt. Nein, doch nicht in den Geschossen, nein. Unten in den Katakomben, da wo die Läden sind. Ja, und dann verlieren sie sich aus den Augen, alles zugeschüttet, aber unterirdische Fluchtwege. Suche in sämtlichen Kliniken, scheitern an den Absperrungen, aber zuletzt finden sie einander. Du glaubst doch nicht, dass dir irgendein Autor so etwas schreibt. Das Schreckliche ist, dass es solche Schutzräume vielleicht nie gegeben hat und dass wir davon erfahren, so wie es von einem Liebespaar von Pompeji oder Herculanum erfahren haben. Das war ein erfolgreicher Roman. Ja. Aber das war eine Katastrophe, die nicht von Menschen gemacht war und die weit zurückliegt. Aber wie? Mensch, wie stellen wir überhaupt Katastrophen dar? Ich stelle mir das so vor. Naturkatastrophen. Die letzte Eiszeit. 10.000 Jahre vor Christi. 1755, Erdbeben in Lissabon. Kriegskatastrophen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Siebenjähriger Krieg? 30-jähriger Krieg. Deutsch-Französischer Krieg? Ja, Deutsch-Französischer Krieg. Tschernobyl. Tsunami. Katrina. Oderbruch. Die Gustloff. Und was ist mit dem Streik der Müllabfuhr in Mailand? Ja, stinkt halt. Ja, klar. Ich hatte letztens eine, die hat gestunken wie eine alte Oma unterm Arm. Was sagst du nicht meiner Frau? Nee, aber hey, Dios können auch stinken unterm Arm, sag ich dir. Da rennst du schon weg, wenn du dich auf 10 Meter näherst. Das ist eine Katastrophe. Naja, 8x4. Ja. 8x4 ist? Was? 8x4 ist? 32. Richtig. Mein Sohn kam letztens mit einer Mathe 6 nach Hause. Mann! Der wusste nicht, was 8x4 ist. Da habe ich gesagt, Sohnemann, da ist dir ein menschlicher Klopf passiert. Aber es ist doch keine Katastrophe. Die hat geheult wie ein Mädchen. Apropos Mädchen, ne? Mein Nachbar, der hat jede Nacht ein anderes Mädchen, sag ich dir. Und eine lauter als die andere. Sitzt du da abends, guckst dir gemütlich einen Film an, dann geht's los. Ey, ist das echt eine Katastrophe, sag ich dir. Richtig. Oh, ich muss nachladen. Lass uns eine 15 machen. Ach du Scheiße. Was ist denn los? Mein Pausenbrot. Katastrophal. Kannst du was von mir haben? Was ist denn drauf? Käse.
Ah.